Hallo, lieber Skorpion. Schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Konterpart, ja? Dein Gegenüberliegender. Das ist ja klar, dass einer von euch quasi aufgeteilt wird in der weibliche Energie und einmal in der männliche. Ja, du kannst auch als Frau mit der männlichen Energie resonieren und gerade auch andersrum. Ja, du hast ja Yin und Yang in dir drin. Das heißt passive Energie, ja, und aktive Energie. Bitte bedenke, lieber Skorpion, das, was ich jetzt hier preisgebe. Ja, wenn du jetzt sagst, Katja, das passt überhaupt nicht, dann kannst du dir auch deinen Mond, Venus und Aszendent anhören und du kannst dir aber auch den Sternzeichen von deinem Gegenüberliegenden anhören, ja? Und du kannst mit dieser Energie resonieren. Das ist machbar, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten, lieber Skorpion. Wir gehen hier zu der Situation, ja, die dich gerade beschäftigt mit deinem Gegenüberliegenden. Was geht es hier? Lieber Skorpion, was beschäftigt hier das Kollektive in Sache Liebe, vor allem mit deinem Gegenüberliegenden? Kamera. Memorie. Erinnerungen. Lerne von der Vergangenheit. Viele Menschen lernen sehr viel von der Vergangenheit. Du lernst, du siehst, wie du in der Vergangenheit gelebt hast. Das kann aber auch gut sein, hier möchte jemand nicht loslassen. Das ist wie wenn du in deinem Kopf einen Film drehst. Ja? Also wir wissen das ganz genau, das machen oft die Wasserelemente. Wasserelemente leben sehr, sehr viel in seine Erinnerungen. Ja? Was ist die Vergangenheit? Mit wem habe ich gelebt? Was habe ich durchgemacht? Was habe ich an diesem Menschen so gemocht? Ja, was habe ich gehasst an diesem Menschen? Also es könnte gut sein, dass wir jemanden haben, der gerade sehr befestigt ist oder quasi sich nicht lösen kann, okay, von der Vergangenheit. Also das kann deine Energie sein, dass du jetzt sagst, Katja, oft denke ich an meinem Ex oder an der Situation, die ich erlebt habe. Ich sehe oft dynamische Situationen, die immer wieder gleich sind, okay, mit anderen Menschen, aber immer wieder wiederholt sich das. Verstehst du das? Die Dynamik mit anderen Menschen, aber das Gleiche wiederholt sich, ja. Situationen, die immer wieder passieren, ja. Das kann auch gut sein, du lernst, du hast gelernt. Also das heißt jetzt nicht, lieber Skorpion, dass du wieder in diese Falle reinfällst. Also ich denke, man lernt immer wieder etwas Neues dazu, okay? Und das könnte aber auch gut sein, du hast jemand kennengelernt, der noch gerade dabei ist, von der Vergangenheit sich zu lösen. Vielleicht ist diese Person noch nicht ganz bereit, ja, die Vergangenheit loszulassen. Das könnte hier auch das sein, ja, dass manchmal das einfach verhindert, ja, dass zwei Menschen sich kennenlernen oder dass zwei Menschen weiterführen, weil einer immer noch an die Vergangenheit hängt, würde ich ja sagen, ja. Okay, machen wir weiter und zwar mit den Lavendeln-Orakelkarten. Ich schaue mir noch mal die Situation an. Vielleicht geben Sie uns einfach Informationen, ja, bezüglich dieser Situation, die du gerade erlebst, lieber Skorpion, mit deinem Kontrapart. Wie gesagt, du könntest hier auch ein Crosswatcher sein. Du bist mit einem Skorpionmensch zusammen, ja? Lavokation. Ja, schön. Schön. Wow. Eine schöne Karte hast du hier auf jeden Fall. Also, das ist diese Energie, die sagt, du unterbrichst etwas, weil du aufgerufen worden bist für eine andere Mansion. Also, das ist wie wenn du sagst, eine alte Geschichte, eine alte Situation, ich entferne mich, damit ich jetzt meinen Seelenweg gehe. Und das ist aber ein Seelenweg, eine Situation, in der du auf den richtigen Weg bist. In der du, la tua vocazione, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, auf Englisch das gleiche Wort, ja. Das ist wie deine Berufung. Also es wird nach dir gerufen, dein Name, ja, wie du heißt. Und du solltest jetzt das tun. Ja, du wirst jetzt aufgerufen, diese Situation zu bewältigen, dahin zu gehen. Ja, das ist für dich auch sozusagen eine Situation, in der du dich von einer Situation entfernst. Du unterbrichst hier etwas. Du nimmst dir eine Zeit. Du nimmst dir einfach diese Distanzierung. Ja,
damit du zum anderen Ufer kommst. Also das ist jetzt metaphorisch gemeint. Ich hoffe, du verstehst mich. Damit du zu den anderen Ufer rüberkommst, ja, solltest du jetzt hier etwas tun. Ja, solltest du vielleicht hier etwas unterbrechen, vielleicht auch eine Grenze setzen oder tatsächlich auch hast du eine Innenarbeit geführt. Viele arbeiten an sich, wissen das ganz genau. Wenn ich jetzt nicht an mir arbeite, komme ich nicht voran. Also das ist ja klar, du hast hier wahrscheinlich deinen Namen gehört. Diese wirklich, das ist wie so, wie wenn jemand nach dir gerufen hat und du jetzt wirklich weißt, für was du da bist oder wer gehört zu mir? Weißt du, du könntest sagen, diese Person, ich habe meine ganze Zeit mit dieser Person verschwendet. Ich habe jedes Mal das mitgemacht. Und endlich weiß ich, dass diese Person nicht zu mir gehört. Ja, endlich habe ich das erfahren. Oder tatsächlich, dass du eine Person kennengelernt hast, indem du diese Person aus der Vergangenheit rausziehst. Das ist wie wenn du aufgerufen bist, um diese Person den Weg zu weisen. Weißt du, ich bin diese Person, die jetzt dir zeigt, was in Wirklichkeit da ist. Du hast es vielleicht nicht gesehen. Du hast dich jetzt verliebt in jemanden. Diese Person hat sich auch in dich verliebt. Aber das Problem ist, diese Person hängt noch auch an die Vergangenheit. Vergangenheit heißt nicht nur alte Liebe, okay? Bitte Achtung. Das geht ja auch um jemanden, der vielleicht die Vergangenheit an sich nicht loslassen kann. Familiensituationen, wie war ich, was habe ich als Kind erlebt, ich habe Schwierigkeiten gehabt und du hilfst dieser Person rauszukommen, okay? Das ist wie wenn du geschickt worden bist. So ein Gefühl habe ich hier, lieber Skorpion, ja? Sehr, sehr schön. Also das ist eine schöne Situation, auch für dich selbst, wenn du jetzt selbst in dieser Situation bist, aber auch für derjenige oder diejenige, die dich hat als Partner. Weil das ist wie wenn du eine Hilfe bist, wirklich eine große Hilfe für diese Person. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit diesen wunderschönen metaphorischen Orakelkarten. Also ich sage Orakelkarten, das sind einfach Bilder, ja, die man für die Psychologie verwendet, indem man gewisse Dinge erkennt. Und wir werden jetzt so gut wie es geht, also ich werde jetzt hier die Energie interpretieren, die ich hier sehe. Ja, das ist ja klar, das gehört immer zu dieser Situation auch, würde ich sagen. Das, was du bist, das, was diese Person sein kann, vielleicht wird hier einfach eine Emotion dargestellt, das kommt immer drauf an. Wow, diese Karte kam auch bei dem Löwe raus. Das ist eine schöne Karte, weil das zeigt hier wieder, das ist Wahnsinn, ja. Das ist wie wenn wir zusammen, seht ihr das, also wie das alles resoniert, wie alles zusammenhängt. Zusammen oder ich führe dich, natürlicherweise kommt es immer drauf an, Mann oder Frau, wer jetzt gerade wem führt. Ich führe dich durch dieses Weg. Ich führe dich zu dieser Situation. Zum Beispiel, es gibt nicht nur weiß-schwarz. Ja? Das ist immer diese Tendenz, weiß-schwarz, Licht, Schatten. Es gibt auch eine dritte Sichtweise. Das ist, wenn man verstanden hat, dass diese Welt aus einem Dualismus gemacht wird. Natürlicherweise unterscheiden wir immer unter gut und schlecht. Ja, das ist klar, weil du agierst nach dem, was du wirklich bist. Bist du optimistisch? Bist du pessimistisch? Ja, wie das Ganze läuft. Und hier wird gezeigt, entweder man geht zusammen durch diese Situation, durch diese Hindernisse oder jeder geht seinen einzelnen Weg. Also wir schauen uns hier das an, okay? Und du sagst, du gehst für deinen Weg, ich gehe für meinen Weg. Ja, diese abstrakte Linien können hier auch abstrakten, sagen wir mal, Gedanken darstellen. Ich habe meine Gedanken, ich kann einfach nicht nachvollziehen, ja, was du erzählst. Weil mir das, was du sagst, nicht gefällt. Ich bin nicht deiner Meinung. Also entweder ist es wirklich so, dass man hier zusammenhält, dass man hier sagt, man geht durch dick und dünn zusammen. Ja? Oder jeder geht seinen Weg. Du weißt ja ganz genau, diese Person sieht die Welt so und ich sehe sie von einer anderen Perspektive. Das möchte ich hier sagen, ja, dass wenn zwei Menschen nicht mehr in die gleiche Höhe sind, das kann auch nach 10, 20, 30, das können auch Menschen sein, die schon über 50 sind. Und es gibt Menschen, die sich auch trennen mit 50, 60, weil sie einfach an einem
Punkt angekommen sind, an dem sie nicht mehr gleich denken. Und diese Personen haben nichts mehr gemeinsam. Das bedeutet, die andere Person wird woanders gebraucht. Ja, das gibt's, es ist normal. Jeder von uns bewältigt immer eine Aufgabe. Und wenn diese Seele, ich sag mal, diese Seelenreise fertig ist, kommt die nächste Seelenreise. Ihr kennt ja die Seelenreise vom Nah. Ja, das ist ja klar. Der Nah fängt an, okay, der inkarniert sich, dann geht er zum Magier. Das ist dieser kleine Kind. Eigentlich ist der Magier ein kleiner Kind, der alles hat, der alles braucht, der vieles machen kann, der bereit ist zu manifestieren. Und dann kommt immer quasi die Aufgabe, ja, diese Reise. Wo sind wir? Was ist denn da? Und genauso könnte es für dich gerade sein, lieber Skorpion, dass du gerade deine Reise entdeckt hast mit der Person, die du zusammen sein willst, oder mit einer Person, die einfach nicht mehr mit dir vibriert. Okay? Würde ich hier sagen. Sehr, sehr schön. Also du hast hier schon mal eine tolle Energie, würde ich sagen. Ja, das ist wie wenn du geführt bist von deiner Seele. Also wir sind unterworfen der Seele und die Seele führt uns zu dem, was wir gekommen sind zu tun, weil viele wissen das gar nicht. Also man muss es nicht immer wissen, diese Rationalität, die Seele macht einfach. Aber viele unterwerfen sich nicht und lassen sich von seinem Verstand manipulieren, von seinem Ego transportieren und das führt dann wirklich zu Ungleichgewicht. Ja? Und deswegen entstehen Krankheiten, vieles. Also ich sage ja immer wieder, wenn wir krank werden, dann ist etwas da, das die Seele uns beibringen will. Vor allem die Menschen, die krank werden, oder vor allem die Menschen, die etwas mit dem Körper passiert. Das sind die Seelen, die dann rauskommen wollen. Die sich dann quasi, das ist wie wenn du sagst, ich setze mich durch. Als Seele möchte ich jetzt das machen. Ja? Ich kann nicht mehr zuschauen. Sonst ist es ja klar, dass du dich dann woanders inkarnierst. Ja? Wenn der Körper nicht mehr zu gebrauchen ist, der Tempel nicht mehr gewacht wird, nicht mehr diese Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann verlässt die Seele den Körper. Ja? Okay, gut. Jetzt komme ich zu der weiblichen Energie. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Ich bin leicht erkältet noch, ja, aber viel, viel besser. Also ich muss sagen, ich habe das wirklich sehr gut überstanden dieses Jahr. Ich sage dieses Jahr allgemein, ja, die Kinder bringen immer etwas mit und das ist nicht einfach, ja. Okay. Eigentlich würde ich jetzt wahrscheinlich dann auch im Bett liegen. Aber zum Glück, zum Glück. Okay, für dich, lieber Skorpion. Weibliche Energie. Ladies first, du kannst ja auch ein Mann sein. Das spielt gar keine Rolle. Bitte lass das jetzt, ja, mit diesem Mann, Frau. Hört einfach zu, was ich sage und nehmt euch das, was ihr umsetzen könnt. Ja, deswegen mache ich auch die Legung. In dein Leben ist etwas Schockierendes passiert. Das ist immer das, wo das Leben einen hinführt. Das kam auch, glaube ich, bei dem Stier raus. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich glaube schon. Das sind immer diese Seelen, die einen Erwachen haben. Der kann wirklich bösartig sein, dass du sagst, boah, diese Situation habe ich mir nicht vorgestellt. Mit das habe ich nicht gerechnet. Und guck mal, was ich vor mir habe. Schau mal, was für eine Situation ich gerade erlebe. Und aus dieser Situation, ja, komme ich zu diesem Seelenmation. Also da passiert das Ganze. Also gerade da, wo die Seelen wirklich mal einen schönen Schlaf gehabt haben, da kommt es auf einmal, dich nimmt die Seele und sagt dich, die packt dich, ja. Wirklich, das ist wie so ein Packen und sagt, hey, jetzt stehst du zu dieser Situation. Also es könnte gut sein, dass du sehr vieles erlebt hast mit dieser Person selbst oder allgemein du als Frau oder als Mann. Das kann aber auch gut sein, dass du noch Aufgaben hast, die auch unerwartet auf dich zutreffen. Du kannst nicht mit Rationalität durch diesen Leben gehen. Das geht gar nicht. Also bei dir, Skorpion, das höre ich immer wieder, bei vielen Skorpionmenschen, man wird nicht geboren umsonst in diesen Sternzeichen. Das ist ein sehr tiefsinniger Sternzeichen, auch wenn man von der astrologischen Karte anschaut, wo sind meine Häuser. Und ich habe sehr viel auch bei Skorpion. Und das ist nicht immer leicht. Ich kenne das. Ich weiß, dass diese Transformation ist nicht einfach. Wie gesagt, ich selber beschäftige mich auch mit diesen Sternzeichen, weil ich ja viel habe auch vom Skorpion, ja. Und das ist alles in diese mystische Welt, in diese tiefe, tiefe Welt. Also wenn man nicht graben tut,
in sich selbst wird nie die Wahrheit rauskommen, ja? Und lieber Skorpion, bei dir geschieht es doppelt, ja? Also die Menschen, die quasi Sternzeichen da haben oder Aszendent oder irgendwie auch die Häuser, zum Beispiel jetzt, wenn Pluto auf diesen Haus, ja, also Skorpion in den Haus Pluto reinkommt, ja, oder auch andersrum, dann gibt es nochmal diese tiefsinnige Veränderung, ja. Es geschehen nicht kleine Dinge, also die können dich wirklich bewegen, also das sind Dinge, die dich erschüttern. Das ist nicht irgendetwas, lieber Skorpion, sondern du machst sehr viel mit in Sache Liebe und du erfährst das durch sehr tiefsinnigen Schmerz. Manchmal tut das arg, arg weh, wenn man gerade in dieser Situation ist, wenn man gerade auch in diesen Sternzeichen sich befindet. Und ich sag immer, da, wo diese Situation dich hinführen will, genau da solltest du sein, okay? Und so ist es auch bei dir, lieber Skorpion. Sehr, sehr schön. Ich weiß, diese Karte wirkt nicht schön. Das ist klar, hier passiert etwas. Das ist wie der Turm. Aber der Turm passiert, damit wir auf neue Basis konstruieren. Und das ist für dich wahrscheinlich auch. Du konstruierst oder du solltest jetzt eine neue Situation erschaffen, ja? Mit dieser Person alleine oder du solltest hier einfach jemanden helfen, der gerade deine Hilfe braucht, okay? Machen wir weiter mit den ganz normalen Orakelkarten. Du nimmst mir hier auf. Ja, heute habe ich nur ein Handy. Das andere habe ich weggestellt. Der hat mir einfach nicht weg aufgenommen. Ja, das ist dann schwierig. Deswegen von der Uhrzeit habe ich das nicht gepackt. Das ist heute sehr spät geworden. Ja, weil wenn du dann Privatvideos auch noch drehst, dann ist es nicht einfach mit einem Handy. Ja, weil die Kapazität, diese, ja, die, wie sagt man das? La Memoria. Fällt mir jetzt nicht auf Deutsch ein. Fällt mir nicht auf Deutsch ein. Einfach die Speicherkapazität, ja, die ist einfach zu wenig. Genau, das ist ja keine Kamera, aber ich habe das schon mal erwähnt, mit Kamera kann ich nichts anfangen. Das ist nicht mein Instrument. Progetto. Wow. Ich könnte jetzt hier sagen, du bist wirklich in un sacro, in un progetto sacro. Das ist so, das ist wie wenn du in einem Projekt aufgerufen wirst, der wirklich divino, göttlich ist. Wie wenn du an einem Projekt teilnimmst, da kriege ich schon Gänsehaut bei sowas, weil ich spüre das. Hier ist etwas Wichtiges, ja. Wie wenn du sagst, boah, ich bin jetzt auf einmal in kaltes Wasser gefallen. Wow, erfrierend, ich friere. Aber das ist das, was du spüren solltest. Das ist dein Projekt. Das kann aber auch gut sein, du arbeitest gerade irgendwo. Ja, siehst du. Progetto d'amore, das ist dein Projekt, Liebesprojekt, also ich weiß nicht, ja, lieber Skorpion, was du gerade durchmachst oder was du für eine Liebe hast oder was du für einen Partner hast, Partnerschaft, aber das ist wie wenn du wirklich deine Berufung gefunden hast, deine Situation. Du könntest hier auch mit dieser Person ein Projekt haben, dass du sagst, wenn ich dieser Person helfe, ja, dann helfe ich mir auch selbst. Oder das ist wie wenn jemand dir hier etwas gegeben hat von da oben. Also das ist Wahnsinn. Ich kann das gar nicht beschreiben, was ich hier spüre. Il Mago. Ich würde hier sagen, man hat dir etwas gegeben, ja, dass du jetzt das in der Hand hast. Dass du jetzt quasi das so manifestieren kannst, manipulieren kannst, wie du das am besten willst. Aber im Positiven, okay? Wir reden hier von einer Situation, in der du jetzt die Macht übernimmst von deinem eigenen Leben, aber auch die Macht von jemandem, in dem du helfen kannst. Das ist wie wenn du sagst, diese Person braucht meine Hilfe, weil diese Person kriegt nichts auf der Reihe. Diese Person, weißt du, man sollte es so verstehen, manche Seelen treffen sich, ja, es gibt immer Gründe. Wieso treffen sich zwei Menschen? Manchmal treffen sich zwei Seelen, die wirklich von der Seele her, sagen wir mal, du bist eine alte Seele, das ist nur damit du das verstehst, und du triffst dann eine neue Seele, die sich erstmal vor kurzem inkarniert hat, die weiß gar nicht, wie das jetzt funktioniert. Und du hast die Aufgabe, dieser Seele es zu zeigen. Verstehst du, was ich meine? Dann gibt es auch die neue Seelen, die auch den alten Seelen etwas beibringen.
Weil dann denkst du, hä, das ist doch eine neue Seele, sie kennt sich doch gar nicht aus. Ja, aber neue Seelen sind auch Seelen, die von anderen Dimensionen kommen. Das hört sich jetzt so komisch an, aber das ist so. Nicht alle Seelen sind irdisch. Ja? Das sagt auch Rudolf Steiner. Also lest sehr viel, das ist ja jetzt nicht erfunden, dass ich die Dimensionen erfunden habe. Nein, die habe ich nicht erfunden. Es gibt verschiedene. Denkt nicht, dass das Universum nicht bewohnbar ist, ja? Und es gibt Frequenzen, die wir gar nicht wissen. Und es inkarnieren sich Menschen hierher und haben bestimmte Aufgaben, okay? Und sie ziehen diese Menschen zu sich. Das ist jetzt wie wenn du jetzt sagst, ich weiß, dass viele Skorpione, also meistens, ich kenne paar, denen ich den ausgerechnet habe, die auch Projektoren sind. Also Projektoren sind Menschen, die andere Menschen leiten. Ja? Und zum Beispiel, du hast die Aufgabe bekommen, jemand zu helfen. Zum Beispiel. Ja, das sind nur Beispiele, okay? Also, und es kann gut sein, dass du jetzt in dieser Situation, ja, auch dir selbst hilfst. Das ist für deine Evolution, das ist für deine Seele. Ja, das ist wie wenn du sagst, ich bekomme dann noch mehr, ich gehe noch mehr in diese spirituelle Ebene. Verstehst du, was ich meine? Du erreichst hier diese Stufen, okay? Und deswegen ist es wichtig, ob du jetzt eine neue, eine alte Seele bist, das spielt gar keine Rolle, weil es kommt immer darauf an, was ist dein Seelenkoffer? Was bringst du mit spirituell? Es gibt Menschen, die haben sehr wenig spirituelle Erfahrung, dann gibt es Menschen, die haben sehr viel. Der Geist spielt ja auch eine große Rolle, ja? Und ich habe das Gefühl, du bist hier mitten in einem Projekt, in einem wichtigen Projekt. Ja, das kann auch gut sein, du befreist dich hier von einer Person, die dich abgehalten hat, die ganze Zeit von diesem Projekt. Und du gelangst jetzt an diesem Projekt, dass du jetzt deine Zwillingsflamme, wer weiß, deinen Seelenpartner findest. Meistens ist es so bei solchen Menschen, ja, die eine große Aufgabe haben. Sie bewältigen das mit Menschen, die Seelengefährter sind oder Zwillingsflamme sogar. Weil wir brauchen Menschen, die nützlich sind. Also ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber man sieht es auch in dieser Promise-Welt. Wirklich, das fängt schon da an. Menschen, die auseinandergehen, weil sie einfach nichts mehr beizutragen haben. Jetzt werden Menschen rausgeholt, Seelen zusammengefügt, Menschen zu anderen, die einfach seelisch etwas beitragen für diese Welt. Versteht ihr das? Okay, sehr, sehr schöne Legung hast du. Wirklich Kompliment. Lieber Skorpion, auch wenn du das vielleicht nicht merkst oder das nicht spürst, das kann auch gut sein, das ist nicht deine Legung. Wenn du das nicht spürst, dann ist es nicht deine Legung, ja? Dann bitte erzwinge dich nicht. Nur diejenigen, die das auch spüren, ja? Dieses gewisse Etwas. Also hier ist wirklich eine Magie. Eine Magie, die man nicht beschreiben kann. Etwas Magisches, okay? Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts mit Magie, dass man das extra gemacht hat. Das ist ja wirklich das Göttliche. Voglio sentirmi libera. Hier möchte sich jemand frei fühlen. Ja, das kann gut sein, dass du jetzt hier die ganze Zeit angekettet warst an diese Vergangenheit. Ja, und hier sagt jemand, ich habe alles getan, was ich tun konnte, okay, aber lässt hinter sich eine Bombe platzen. Ich habe das Gefühl, du hast hier jemand erlebt, der seinen Höhepunkt erreicht hat, der vielleicht immer gesagt hat, es ist alles gut, aber nichts ist gut. Ja? Und hier ist wirklich eine Bombe geplatzt. Hier hast du etwas erfahren. Hier ist etwas passiert. Hai visto un aspetto gemimbarazzo. Also du hast jemanden gesehen, also diese Person oder diese Person hat dich gesehen, in einem Standpunkt, der das nicht wollte. Oder das tut ihm weh, das tut dieser Person weh, dass du gesehen hast, wie er reagiert oder sie. Das kommt dir immer drauf an, ja? Bitte achtet nicht, wie gesagt, Frau, Mann, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, du kannst wirklich daraus etwas nehmen. Und dieses Mechanismus, was du gesehen hast, das tut weh. Aber das ist die Wahrheit. La verità è crudele ab und zu mal. Also bei uns sagt man, manchmal kann die Wahrheit herzlos sein. Das ist die Wahrheit, das ist die pure Wahrheit, nackte Wahrheit. Und man kann sie nicht anders nehmen. Manchmal sollte man mit der Wahrheit zurechtkommen. Wie gesagt, es gibt Menschen, die immer diese Notlügen benutzen, weil sie einfach mit der Wahrheit nicht klarkommen. Und hier ist die Wahrheit raus. Hier geht nichts mehr. Hier ist die Bombe geplatzt. Das, was geplatzt ist, ist geplatzt und hier ist nichts mehr machbar. Vielleicht ist es auch so, du hast dich in jemanden verliebt.
Du wolltest das nicht, du willst dich vielleicht nicht einmischen, du willst nicht die Dritte sein, aber die Bombe ist schon geplatzt. Das ist so. Das ist ein Projekt, der von oben, ja, schon abbestimmt war. Also da kannst du nichts dafür, wenn du jetzt sagst, ich fühle mich schuldig, weil ich Menschen auseinanderbringe. Es gibt viele Frauen oder Männer, die wirklich einen Gewissen haben und sagen, boah, jetzt bin ich diejenige, die das kaputt gemacht hat. Ich denke nicht. Weil, denkt so, wenn ein Mensch, ja, sich schon umschaut nach jemand anderem, dann ist es, weil er oder sie nicht mehr glücklich ist. Natürlicherweise ich jetzt als Frau, das ist meine Sichtweise, ja, jeder hat eine andere. Ich würde sagen, das war schon seit ich jung war, ja, habe ich Menschen getroffen, die vielleicht einen Partner hatten und trotzdem mit mir ausgehen wollten oder einen Kaffee trinken. Da habe ich ihm gesagt, hey, weißt du was, du kannst mich ja anrufen, wenn du frei bist. Wieso nicht? Du bist ein schöner Mann, ja, du gefällst mir als Frau, das ist toll. Das ist immer toll, wenn dich ein Mann schön findet, ja, dass ein Mann dir den Hof macht, ja. Aber ich habe immer gesagt, erstmal beendigst du das, ja, mit dieser Frau oder mit dieser Person und dann können wir weitermachen, okay? Das ist sehr wichtig. Also das ist für mich der Punkt, dass es auch wichtig ist. Und du könntest hier auch dieses Gewissen haben, dass du jetzt sagst, boah, Katja, das tut mir weh, das tut mir leid für die andere Person. Aber letztendlich habe ich jetzt auch verstanden, dass die Bombe schon längst geplatzt ist. Ja? Dass hier Dinge passiert sind. Oder du kommst nicht mehr zurecht mit dieser Person. Das lief nicht, wie es laufen sollte. Ja? Würde ich hier mal sagen. Okay, kommen wir mal zu den anderen. Orakelkarten. Incontro passionale molto presto. Also ihr werdet euch hier treffen. Lieber Skorpion, ich weiß nicht, mit wem du etwas hast. Du wirst mit ihm bald ein Date haben. Ihr werdet euch sehen und ihr werdet auch Liebe miteinander machen. Ja, ich sage das, wir sind erwachsene Menschen. Ihr werdet miteinander zusammen schlafen. Ja, das ist ja nicht nur Sex, das ist ja Liebe, würde ich hier sagen. Passionale, sehr viel Leidenschaft. Ja, die incontreremo amore mio appuntamento. Wieder wird das bestätigt. Ihr habt hier irgendetwas abgemacht. Ihr habt hier ein Date. Du hast dich mit dieser Person quasi unterhalten, du hast mit dieser Person ein Date ausgemacht, ein Tag, an dem ihr euch seht, würde ich hier sagen, okay? Empathie reciproca, also ich brauche hier gar nicht mehr zu sagen, ich bin jetzt hier ruhig, wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Skorpion, ich bin ohne Worte, ich kriege Gänsehaut überall. Das ist eine Liebe, die einfach bestehen sollte. Also es kann kommen, was es wolle. Diese Liebe wird bestehen. Wenn du jetzt sagst, das ist nicht meine Legung, ich bin nicht mit dieser Person zusammen, nein, das ist nicht meins, dann ist es nicht deins, weil hier sind zwei Menschen, die miteinander verbunden sind, empathisch sogar. Empathisch, sie teilen hier etwas Großartiges. Wow! Lieber Skorpion, ich weiß nicht, mit wem du zu tun hast, wer du bist, was ihr gerade zusammen habt, aber das ist etwas Wundervolles. Ja? Also vor allem bei der passiven Seite kommt es raus, bei der weiblichen, okay? Schauen wir uns das Ganze mit den Tarotkarten an. Also ihr werdet hier einander treffen. Also ein leidenschaftliches Treffen findet hier statt. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Schauen wir mal, was die Karten uns mitgeben. Wow. Das ist ein König der Stäbe. Jemand, der südländisch sein kann. Jemand, mit dem du etwas aufbauen kannst. Jemand, der hier disponibel ist. Er ist ja bereit. Also ich würde hier sagen, er ist ja auch bereit, mit dir eine Familie zu gründen. Er sieht schon voraus. Ja, würde ich hier sagen. Ja, wie gesagt, das kann auch gut sein, dass du mit dieser Person Kontaktabbruch gehabt hast oder dass diese Person hier sich nicht mehr gemeldet hat. Aber das wird anders sein. Also ich sehe hier den Kontakt wieder zwischen euch zwei. Wer weiß, vielleicht ist es auch so, du hast dich hier befreit von einer Energie. Warte mal. Von einer Energie, weil das ist ja ein Magier und ein König der Stäbe. Zwei Männer könnten das hier auch sein, ja? Mit einem hast du diese fantastische Situation, in dem dieser Zusammenhang ist, in dem wir telepathisch verbunden sind. Und mit den anderen habe ich das beendet. Ja, das könnte ja auch ein Arbeitskollege sein, jemanden, mit dem du gearbeitet hast, jemanden, dem du sagst, es hat einfach nicht funktioniert oder das ist ein Ex. Ja, also
Du setzt das um, weil du kannst ja auch selber der König der Stäbe sein. Wenn du jetzt unbedingt sagst, das ist meine Legung als Mann, könntest du hier wirklich aktiv sein. Nach dem, was du alles durchgemacht hast, okay, keine einfache Zeit, die Verluste, die auch gewesen sind in deinem Leben, gewisse Dinge, die du verloren hast, Situationen, die nicht gut gewesen sind, das Ganze bringt dich jetzt zu einer ganz anderen Energie. Also ich sage hier, hier wird wirklich ein Treffen stattfinden. Hier ist die Kommunikation wieder da. Entweder er meldet sich, ja, er hat sich die Zeit nicht gemeldet oder er hat sich letzter Zeit weniger gemeldet, aber hier ist die Kommunikation da. Okay? Das kann ja auch gut sein, dass diese Kommunikation unterbrochen worden ist von jemandem. Könnte auch dieser König der Stäbe sein, der hier ein Bruder sein kann, ein älterer Bruder. Ich weiß nicht, ein Ex-Freund, ich kann es jetzt nicht sagen, ja? Also, lieber Skorpion, nur du kannst das wissen, ja? Was wir hier sozusagen sehen. Wie gesagt, das ist so eine sehr südländische Energie, würde ich hier sagen. Also, ist sehr leidenschaftlich, ja? Der König der Stäbe ist sehr leidenschaftlich. Das ist jemand, der tut, ja? Der agiert, der tut schon, okay? Das ist nicht jemand, der hier sitzen bleibt und zuguckt. Nee, der tut. Also, wie gesagt, das könnte gut sein, er tut hier, er bewegt sich hier, okay? Damit er dich erreichen kann oder diese Situation wieder reparieren kann oder was auch immer zwischen euch war. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was du gerade erlebst, ja? Okay. Ich trinke ganz kurz noch meinen Kaffee. Der ist auch schon kühler. Der ist ja noch vom Waagelegung. Okay, was fehlt uns hier? Die weibliche Energie. Die weibliche Energie. Guck mal, die weibliche Energie. Was sage ich denn? Die weibliche Energie haben wir schon gelesen, ja? Von lauter. Ich war die ganze Zeit da. Bei der männlichen Energie. Wow, Trascendente. Also, weißt du, ich lese das auf Italienisch, weil Italienisch und Englisch auch sehr ähnlich ist, ja? Du fügst dich hier. Also, du. Trascendere. Wie sagt man das auf Italien, auf Deutsch? Hier wird eine Energie eins zusammen. Das ist wie wenn diese Person sich zusammenfügt mit seiner anderen Part, Yin und Yang. Ja? Hier wird etwas, wie kann man das erklären? Ja, manchmal fallen mir auch nicht die Wörter ein. Das ist wie wenn diese Person weiß, ja, ich bin nicht nur das, sondern ich bin alles. Alles in eins. Das ist wirklich eine tolle Energie. Also die männliche Energie ist ja auch in diese, sagen wir, eins. Ganzheit, Ganzheit. Okay, nennen wir das Ganzheit. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Orakeln. Mal schauen, was die Orakelkarten uns preisgeben. Also lieber Skorpion, du hast wirklich eine sehr schöne Legung. Ich weiß gar nicht mal, was man da noch dazu sagen soll. Wenn zwei Menschen einander finden, wenn zwei Menschen zusammengehören, Fantasie. Aha, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes rauskommt. Jetzt verstehe ich. Ja. Hier gibt es andere Adversarien, hier gibt es Gegner. Also ich denke, es könnten hier wirklich zwei Männer oder zwei Frauen sein. Jemand ist voll in seiner Fantasie. Vielleicht ist es auch so, dass jemand sich etwas vorstellt, was gar nicht existiert. Ja, das ist ja klar, vielleicht ein Ex, der hier immer noch träumt, der immer sich noch etwas vormacht. Ja, würde ich hier sagen. Und dann gibt es jemand, der ganz genau weiß, guck mal, ich weiß, dass ich zu ihr gehöre. Ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Und das ist meine Aufgabe. Ich habe die vollste Hingabe zu dieser Person. Ich weiß, dass wir aneinander etwas sind, etwas Wichtiges. Ja, würde ich hier sagen. Also eine wichtige Situation, ich erwähne es wieder, das ist wie wenn ich wüsste, dass diese Person zu mir gehört, zu 100%. Ja, und keiner kann mir etwas anderes erzählen. Wie gesagt, entweder spielt hier die Familie, die gegen diese Beziehung ist, oder der Ex, der hier immer noch nervt, oder die Ex-Freundin, aber irgendjemand, ja, das könnte auch gut sein, diese Person kämpft für dich, kämpft für diese Liebe, ja. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Liebesbotschaftskarten an. Mal schauen, was sie uns sagen über die Situation, was sie uns erzählen, ja? Da bin ich sehr gespannt,
Mal schauen, was die Karten uns erzählen zu dieser Situation. Also ich denke, hier könnten mehrere Personen sein, ja? Oh, 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 guck mal das dir an. Das ist der Wahnsinn. Diese Person fantasiert hier schon mal sexuell. Das ist ja klar. Also diese Person ist hin und weg von dir. Diese Person fantasiert hier. Also es kann gut sein, dass hier jemand ist, der das nicht akzeptiert, dass es zu Ende ist. Wie gesagt, ein Ex oder so. Das kann aber auch gut sein, diese Person ist gerade dabei, eine Strategie zu finden, damit er an dich rankommt, damit er quasi dich erobern kann, würde ich hier mal sagen. Also wer weiß, also ich kann jetzt nicht sagen, ist es unbedingt dein Ex, das kann nämlich hier auch die Familie sein, jemand, der hier einfach diese Beziehung verhindern möchte, ja. Und die Karte sagt hier, du hast verstanden, wer ich wirklich bin. Also du kennst diese Person sehr, sehr gut. Du hast ihn oder sie wirklich durchschaut. Und das ist ein Vorteil für dich, ja. Lieber Skorpion, du weißt hier in- und auswendig, wie diese Person tickt oder diese Situation, ja? Also, ein Augenblick, also ich höre jetzt gerade den Hund. Entweder haben meine Kinder ihn zu Hause gelassen, weil meine Kinder sind draußen, die spielen und der Hund weint, wenn er die Türe zusieht, weil er kann die Balkontüre irgendwie aufkriegen, aber wahrscheinlich kriegt er sie nicht auf. Okay, wenn ich das nochmal höre, dann stehe ich nochmal auf, weil es kann gut sein, die haben ihn drin gelassen. Manchmal lassen sie ihn drin, weil die auch Freunde haben und ja, die Freunde haben halt einfach Angst. Ja, nicht jeder kommt mit Hunden klar aus. Also vor allem kleine Kinder, die fürchten das auch. Oh, kann er beißen? Okay, so. Für dich, ja, mal schauen, was Cupido hier uns sagen möchte. Wir ziehen jetzt hier ein paar Karten. Tension emotiva. Hier ist jemand irgendwie unruhig. Lässt sich von seinen Emotionen leiten, aber diese Emotionen sind nicht ganz so positiv. Ich sag ja, ich habe das Gefühl, hier sind mehrere Menschen beteiligt. Und hier ist vielleicht auch sehr viel Eifersucht, okay? Eifersucht. Könnte auch Neid sein, wenn das jemand ist, der diese Beziehung kaputt machen möchte. Soffro davvero senza di te. Er leidet hier. Also, wenn das jetzt ein Mann ist, er leidet ohne dich, ja? Ich bin wirklich traurig, ja? Ich kann ohne dich nicht und ich fühle mich leer ohne dich. Also, dass du nicht in meiner Nähe bist. Also, wie gesagt, entweder ist es hier ein Ex oder ihr werdet hier verhindert. Jemand blockiert diese Situation, okay? Weil ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das ganz genau ist. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Natürlicherweise solltest du... So, lieber Skorpion, kurze Unterbrechung. Meine Speicherkarte war überfüllt. Das habe ich mir gedacht. Ja, wenn alle Videos in einem Handy gedreht werden, so ist es dann, ja? Aber zum Glück habe ich das gemerkt. Jetzt sollte ich noch mehr auf die Kamera achten, ja? Okay, so, sei optimistisch, also sehe dein Liebesleben mit Optimismus, ja, weil das ist ja so, wenn du mit der richtigen Person, ja, zusammen sein möchtest, ja, dann wird es auch so geschehen, weil du mit dieser Person verbunden bist. Also diese Situation wird eine positive Biegung bekommen, ja, also bleib optimistisch, sehe das mit positiver Sichtweise, diese Situation, ja, weil wenn ihr zusammengehört, dann werdet ihr auch zusammenbleiben, okay? Das kommt immer drauf an, ja? Wie gesagt, lieber Skorpion, ich weiß ja nicht, was du gerade erlebst, aber wenn ihr diese Verbindung habt, die ich ja hier schon gesehen habe, ja, und wenn du jetzt sagst, jemand verhindert das oder jemand mischt sich ein, das kann nicht passieren, ja, würde ich sagen, oder das wird nicht so gehen, ja? Okay, die stelle ich jetzt dahin, weil ich gar keinen Platz habe. Okay, du nimmst mir hier auf. Ja, ich achte jetzt noch mehr. Das ist klar. Das habe ich mir schon gedacht. Wie gesagt, das ist ja klar, wenn alle Videos in einem Handy gedreht werden, aber der andere Handy, der ist einfach noch nicht bereit. Da stimmt was nicht. Okay, jetzt schauen wir mal mit den Tarotkarten, was hier geschehen wird. Oder was hier geschehen könnte. Also wie gesagt, hier wird ein Treffen stattfinden. Das sehe ich schon.
Das habe ich schon hier gesehen. Ja, hier wird jemand sich melden, der sich wahrscheinlich Zeit genommen hat. Der sich wahrscheinlich auch, entweder ist es so, dass diese Person sich Zeit genommen hat oder isoliert hat, ja, weil er einen Fehler gemacht hat. Oder das könnte auch gut sein, du sagst, boah, Katja, jetzt gerade meldet sich wieder mein Ex. Jetzt, wo ich glücklich bin. Oder die Ex-Freundin von dieser Person oder der Ex-Freund, das kommt ja immer drauf an, wie er sich dieses Video anhört, ja. Das ist wie wenn die Vergangenheit einem wiederholt oder quasi sich präsentiert, okay? Aber das Ganze ist kein Hindernis. Wenn ihr zwei zusammengehört, wird die wahre Liebe siegen. Also es ist hier nicht ein Grund für Sorge. Außer du sagst, diese Person, ja, checkt das nicht, okay? Und lässt sich hier transportieren von der anderen Person. Das ist ja klar. Wenn diese Person noch nicht so weit ist, dann wird es auch so kommen. Aber ich denke, hier hat sich oder hier wird sich jemand wieder melden, der vielleicht sich eine Pause gegönnt hat. Irgendwie hat er das Gefühl, er ist wieder bereit. Oder das könnte auch gut sein, dass diese Person irgendwie eine Situation hatte und jetzt von dieser Situation auch geheilt ist. Ja, dass die Heilung hier auch eine große Rolle spielen könnte. Also wirklich, wie gesagt, du hast tolle Karten und wenn diese Liebe, würde ich sagen, eine wahre Liebe ist, ja, und ich habe das ja hier schon gesagt, dann werdet ihr einander finden. Also auf jeden Fall wird hier irgendwie ein Treffen zusammen, also es wird ein Treffen stattfinden zwischen dir und dieser Person, ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wird es im Oktober oder wird es auch später sein oder ihr habt euch schon getroffen, du hörst dir dieses Video an und diese Person und du habt euch gestern getroffen. Verstehst du, was ich meine? Das könnte ja auch gut sein. Okay, du nimmst mir hier auf. Ja, wir sind fast am Ende. Okay, mit den Orakelkarten der Zeit, also diese göttliche Zeit, mal schauen, was sie uns preisgeben. Du solltest dich jetzt ein bisschen, wie sagt man das, distraire, ablenken. Du brauchst jetzt eine Ablenkung von dieser ganzen Situation, weil sie dich nimmt. Zeitlich, Raum, ja. Du solltest dich jetzt einfach ein bisschen, wie sagt man das, ablenken, okay? Diese Situation, ja, das, was wir erleben, ja, das habe ich schon oft gesagt. Wir sind hier wirklich in einem Spiel drin. Manchmal, du kannst nicht sagen, boah, Katja, das ist gar kein Spiel. Hier sterben Menschen, was alles passiert. Ja, natürlich. Natürlich, das ist ja klar, wir lernen hier, aber wir sind auch hier nur Ospit, die Gast. Also wir kommen hier mit unser Avatar, das ist unser Körper, aber in Wirklichkeit sind wir ja Seele. Und wir spielen hier etwas, natürlicherweise identifizieren wir uns auch dann mit dem Körper, wir denken, diese Person zu sein, aber in Wirklichkeit sind wir das nicht. Ja? Und was man jetzt hier machen kann, ist einfach, sich abzulenken, ja, bis das Spiel hier zu Ende ist oder was hier auch alles ist, was dich gerade bedrückt, würde ich sagen. Das Ganze wird so in ein paar Monate passieren. Also das Ganze kann hier bis zum Monat gehen, ja, oder innerhalb einem Monat, würde ich hier sagen. Ja, also wie gesagt, mit dieser Zeittendenz, da muss man immer vorsichtig sein, ja. Ich würde sagen, lass es einfach geschehen, lieber Skorpion. Ich sage es wieder, wenn es wahre Liebe ist, wird das siegen. Und wenn ich jetzt hier die Karten mir anschaue, habe ich das Gefühl, dass es wirklich eine wahre Liebe ist, dass zwei Menschen zusammen sein sollten. Aber manchmal ist es so, dass man Hindernisse hat. Ja? Aber wie gesagt, wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist nicht deine Legung, das ist nicht so, dann ist es auch nicht so. Ja? Dann ist es nicht deine Legung. Okay, keiner erzwingt dich, ja, lieber Skorpion. Mit wem hast du zu tun? Kamera läuft. Mit wem hast du zu tun? Wer ist diese Person? Also was für ein Sternzeichen? Könnte auch Aszendent, Mond, Venus sein. Von dir, von dieser Person. Wie gesagt, das kommt immer drauf an. Schütze. Jupiter. Waage. Libra. Sonne, Löwe. Und zu guter Letzt Venus. Wow. Stier und Waage. Zweimal Waage sogar. Okay. Das war hier deine Legung, lieber Skorpion. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Wie gesagt, das ist manchmal gar nicht einfach, das alles zu managen, die ganze Aufgaben, die ganze Situation. Aber wenn zwei Menschen hier eine Mission haben und zwei Menschen wirklich zusammengehören, dann werden sie aneinander finden.
Es kann kommen, was es will. Die Beziehung wird nicht kaputt gehen. Wie gesagt, es kann gut sein, dass hier diese Person sich auch eine Zeit genommen hat, sich isoliert hat, nicht geantwortet hat auf die SMS etc. und etc. Aber das kann gut sein, dass er sich gestern vielleicht gemeldet hat. Du hörst jetzt das Video an und du sagst, Katja, er hat sich vor einer Woche gemeldet oder er hat sich gestern wieder gemeldet, er hat sich eine Pause genommen. Verstehst du, was ich meine? Oder die Kontrapart. Manchmal ist es auch so, dass die Ex rauskommen. Ja? Wer weiß, ja? Wer weiß. Okay, ich würde mich freuen über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Lieber Skorpion, bitte erzwinge dich nicht. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Ich freue mich natürlicherweise auch über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.